Hallo ihr Lieben, heute geht's weiter mit 3.3 aus der Videoreihe Zwei Socken gleichzeitig auf einer Rundstricknadel stricken. Und heute ist der Schaft dran. In Teil 1 habe ich euch ja gezeigt, wie man hier so Socken anschlägt, wenn man die gleichzeitig stricken will. Und in Teil 2 das Bündchen. Und heute geht's mit Teil 3 weiter, der Schaft. Und jetzt stricke ich auch mit dem Originalsockengarn weiter. Die ersten beiden Teile habe ich ja euch mit zwei unterschiedlichen Garnen gezeigt, einfach weil es dann leichter zu erkennen ist. Und jetzt zeige ich euch, wie ich hier mit dem Originalgarn stricke. Ich habe immer noch meine beiden Knäuel, hier für Socken Nummer 1 und der andere Knäuel für Socken Nummer 2. Wir stricken eine Runde gemeinsam, dann seht ihr auch nochmal die Technik, obwohl es den meisten jetzt schon klar sein wird. Also wie gesagt, hier haben wir das Bündchen gestrickt, jetzt kommt der Schaft, den werde ich einfach glatt rechts stricken in einem ganz normalen Muster für Socken. Ihr könnt natürlich aber auch jegliches andere Muster dafür verwenden. Von Prinzip, wir stricken immer erst die erste Hälfte von Socken 1, dann die erste Hälfte von Socken Nummer 2, es wird gewendet und hinten dann die zweite Hälfte von Socken Nummer 2. Bis wir wieder zur zweiten Hälfte von Socken Nummer 1 angekommen sind und dann ist eine Runde fertig. So, hier kommt mein Garn her, Socken Nummer 1, wir legen los. Ich schiebe mir das hier wieder nach vorne, ziehe hier die hintere Nadel raus, da kommt ja unser Arbeitsfaden her, habe hier eine Schlinge. Hier auf der anderen Seite ist auch eine Schlinge. Wir arbeiten ja mit dem Prinzip der Wunderschlinge. Und für glatt rechts stricke ich einfach alle Maschen nur rechts ab. Der Maschmarkierer markiert mir wieder Anfang der Runde. Dann habe ich beide Socken eine Runde fertig gestrickt. Und jetzt hier einfach nur rechte Maschen. Der Vorteil, wenn man zwei Socken gleichzeitig strickt, also normalerweise markiere ich mir immer die Runden, wenn ich einen Socken stricke beim Schaft, dass wenn ich den zweiten Socken stricke, dass der genauso viele Runden hat. Hier müssen wir das jetzt eigentlich nicht machen, weil wir ja die gleichzeitig stricken. Das heißt, hier schaue ich dann einfach, bis ich meine gewünschte Zentimeteranzahl erreicht habe. Ich werde ja so circa, also für den Schaft, also der Schaft ist immer das, was nach dem Bündchen kommt, so eine Länge so 15 bis 16 cm. Ich stricke mal ein bisschen kürzer. Ich schaue mal, ich sage es euch dann später. Und das könnt ihr aber alles anhand von Sockentabellen im Internet. Könnt ihr gucken, für welche Größe, wie lang da der Schaft sein soll. Oder ihr entscheidet es einfach selbst, was eure persönliche Lieblingslänge ist. So, jetzt sind wir gleich mit Hälfte Nummer 1 fertig. So, und hier an der Stelle halte ich einfach meine Nadeln fest und schiebe mir Socken Nummer 2 in Arbeitsposition. Der Faden, jetzt müsst ihr halt aufpassen, wenn das Garn einfarbig ist jetzt oder die gleiche Farbe hat, dass ihr es nicht vertauscht. Den Faden brauchen wir jetzt nicht, das war für Socken Nummer 1. Den schiebe ich mir auch so ein bisschen weiter runter, hier. Den brauche ich jetzt nicht, sondern es geht jetzt hier mit Socken Nummer 2 weiter. Hier kommt der Arbeitsfaden von hinten wieder. So, das kommt nach hinten und ich konzentriere mich nur auf Socken Nummer 2 und stricke auch hier glatt rechts, also in Runden, nur rechte Maschen. Das ist auch wirklich das Tolle am zwei Socken gleichzeitig stricken. Eine Runde geht zwar länger, klar, weil wir ja zwei Socken stricken, aber man kommt halt auch gut voran und ist auch irgendwie motiviert, weil man weiß, am Ende hat man dann zwei Socken fertig. Und ich finde, das macht auch wirklich Spaß. Wenn man den Anfang mal geschafft hat, der vielleicht ein bisschen komplizierter ist, macht es richtig Spaß, Socken so zu stricken. So, jetzt bin ich hier fertig mit der Hälfte und hier mache ich es persönlich immer so,
hatte ich euch ja schon gezeigt. Jetzt muss ich ja hier die Nadel raufziehen. Das heißt, ich ziehe hier hinten an der Schlinge. Jetzt ist er ein bisschen reingerutscht. So, also hinten ziehen, so dass die Nadel hier hochkommt. Da haben wir sie. Bringe ich mir das erstmal so in Position, dass beide Nadeln nach links schauen, weil ich finde es so immer am einfachsten. Und jetzt wird das Ganze im Uhrzeigersinn gedreht. Ich drehe immer gleich, nee, gegen den Uhrzeigersinn, also hier rum, gegen den Uhrzeigersinn, zack. Und jetzt stricke ich ja mit dem Garn weiter, was ich bereits auf der Nadel habe. Weil wir ja immer noch bei Socken Nummer 2 sind. Jetzt die zweite Hälfte, ziehe mir hier den hinteren raus, guck, dass hier die Schlinge bleibt und habe hier wieder mein variables Seil. Ich habe es ja in Teil 1 schon gesagt, ups, habe ich aus Versehen einen Umschlag gemacht, so, schon gesagt, dass ihr am besten eine Rundstricknadel mit einem Meter nimmt, 80 cm geht auch, aber mit einem Meter lässt sich das Ganze einfacher arbeiten. So, jetzt ist die Runde gleich fertig von Socken Nummer 2, dann haben wir den schon komplett. So, jetzt bin ich hier gleich angelangt. Ich habe ja immer noch, wie ich am Anfang erzählt hat, insgesamt für einen Socken 60 Maschen, das heißt für eine Hälfte sind es immer 30 Maschen. So. Jetzt können wir das Garn fallen lassen, weil jetzt geht es ja hier wieder weiter mit Socken Nummer 1. Das heißt, den schiebe ich mir jetzt wieder ein bisschen nach unten, den brauche ich nicht. Habe hier meine Nadeln in der Hand, schiebe mir den anderen Socken hoch. Und der kommt ja, wie gesagt, jetzt benutze ich das andere Garn, aber das hängt hier auch schon dran. Wenn ihr ein paar Runden gestrickt habt nach dem Bündchen, erkennt ihr das auch wirklich ganz gut. Es ist nur am Anfang, dass es da ein bisschen schwer ist, das zu unterscheiden. Und stricke, beziehungsweise das ist ja unser erster Socken, aber der zweite Teil. Und dann habe ich auch gleich schon die Runde geschafft. Also dieses Garn ist es jetzt, ich habe es euch vorhin falsch gezeigt. Aber das seht ihr auch, von wo der Arbeitsfaden kommt. So. Wir nähern uns dem Ziel und haben dann gleich komplett eine Runde für zwei Socken gestrickt. So. Na, das war... So, jetzt sind wir da. Da ist der Maschmarkier. Genau, also die Runde ist fertig. Ich zeige es euch jetzt nochmal mit dem Drehen. Hier hinten habt ihr die Schlaufe. Ich will wieder, dass beide Nadeln nach links gucken. Das heißt, diese Nadel muss ich jetzt erstmal wieder raufziehen. Dafür hier hinten an der Schlinge ziehen und ich halte mir hier das Garn immer so fest, das Bündchen, dass da nichts wegrutscht. Ziehe mir die Nadel hoch. So. Hab's jetzt wieder in meiner Position, dass beide nach links gucken. Drehe es jetzt wieder gegen den Uhrzeigersinn. Ich gehe mal ein bisschen weiter zurück. Also so, gegen den Uhrzeigersinn. Und wenn ihr das immer so dreht, dann verheddert sich hier auch nichts. Wie gesagt, mit dem Garn. So, und jetzt kommt schon Runde Nummer 2. Und so machen wir das jetzt immer weiter, bis ihr dann eure gewünschte Länge erreicht habt. Da sieht man jetzt noch nicht viel. Das wird jetzt glatt rechts, der Schaft einfach runtergestrickt. So wie ich es euch gezeigt habe, strickt ihr, bis ihr eure gewünschte Schaftlänge erreicht habt. Und dann sehen wir uns wieder. Ich bin jetzt mit meinem Schaft soweit fertig, dass ich meine gewünschte Größe erreicht habe. Ich zeige es euch mal. Also ich mag den Schaft lieber kürzer. Ich habe jetzt hier nur, also circa 13 cm sind es.
hier vom Bündchen ab. So normalerweise strickt man so 15 bis 16 cm. Wie gesagt, das steht auch alles in der Sockentabelle, aber für mich reicht jetzt hier diese Länge aus. Ihr könnt es natürlich auch einfach anprobieren und gucken, wie das für euch recht ist. Und hier von oben gemessen bis nach unten sind es jetzt bei mir so circa 15 cm. Genau. Und jetzt im nächsten Teil, im vierten Teil, zeige ich euch dann, wie es mit der Ferse weitergeht.